Bitte bringe dich in eine bequeme Position, in der du für die nächste Zeit aufmerksam zuhören kannst. Wenn du diese Position gefunden hast, schließe bitte deine Augen, sobald du es möchtest. Nun erlaube deinem Bewusstsein, sich auf deinen Atem zu konzentrieren. Bemerke die Auf- und Abbewegungen deiner Brust. Bemerke die Auf- und Abbewegungen deines unteren Bauches. Und spüre deine Zwerchfellmuskeln. Spüre, wie sich deine Rippen mit jedem Atemzug weiten und sich langsam wieder zusammenziehen, während dein Atem deinen Körper wieder verlässt. Vergiss nicht, dass du deinen Atem nicht anhalten musst. Lasse deinen Atem frei fließen. Werde einfach auf die Bewegungen deines Atems aufmerksam. Jeder Atemzug, den du einatmest und wieder ausatmest. Ein und aus. Ein und aus. Werde nun auf deine Körpertemperatur aufmerksam. Das Gefühl von Kälte oder Wärme. Vielleicht fühlen sich manche deiner Körperteile wärmer an als andere Teile deines Körpers. Hierbei gibt es keinen richtigen Weg oder falschen Weg. Lenke einfach deinen Fokus auf die Wärme in deinen Händen und in deinen Fingern. Und jegliches Gefühl von Wärme in deinen Füßen und in deinen Zehen. Bemerke jegliches Empfinden in deinen Armen und in deinen Beinen. Und die Empfindungen im Zentrum deines Körpers.
jetzt einfach diese Empfindungen wahr. Erkenne diese Empfindungen an und werde dir bewusst, dass sie sich im Laufe der Zeit ändern können. Dies ist auch absolut normal für alle gesunden und entspannten Körper. Nimm die kleinen und unauffälligen Bewegungen deines Körpers wahr. Auch wenn du entspannt bist, merke, wie manche Teile deines Körpers sich entspannter anfühlen als andere. Fühle die Teile deines Körpers, die eine Form von Anspannung empfinden oder möglicherweise Müdigkeit empfinden. Zwinge dich nicht dazu, dich zu entspannen, sondern fühle, was dein Geist wahrnehmen und beobachten möchte. Bemerke einfach immer mehr, wie dein Körper automatisch funktioniert. Wie er von Moment zu Moment immer weiter, ganz von selbst, weiter und weiter arbeitet. Die Zeit entfaltet sich in ihrer normalen Geschwindigkeit. Es ist also nicht notwendig, sich zu beeilen oder irgendwo anders zu sein. Diese Zeit, jetzt gerade, ist nur für dich bestimmt. Jetzt ist die richtige Zeit, zu lernen, dich selbst zu verstehen. Dich selber kennenzulernen und deine Reaktionen zu erkennen. Dein eigenes Verhalten zu verstehen. Und bemerke deine wachsende Fähigkeit, es einfach zu beobachten und zu akzeptieren. Wie du im Hier und Jetzt bleibst und dich völlig entspannen kannst. Verankere dich im Hier und Jetzt. Während du es konstant weiter atmen lässt, wenn du möchtest, kannst du deine Atmung nun auch verlangsamen. Aber natürlich nur bis zu dem Tempo, bei dem du dich absolut wohlfühlst.
Atme einfach bei deinem nächsten Atemzug ein bisschen langsamer ein und atme diesen Atemzug ein bisschen langsamer aus. Verlangsame deine Atmung langsam und behaglich. Lasse zu, dass dein Geist deinen Atemrhythmus auf diese entspannte Weise wahrnimmt, während du das machst. Und bemerke das schöne Gefühl, das dir dein Geist als ein wunderbar zufriedenes Gefühl zurückgibt. Dein eigenes Bewusstsein ist es, das zu dir zurückreflektiert. Weil es sich langsam bewusst wird, wie sich dein Körper natürlicherweise verhält und reagiert. Wie er auf einen solchen einfachen Gedanken des reinen Beobachtens reagiert. Und verstehe, dass du immer freier wirst von den Gedanken und immer freier davon, deinen Verstand zu verschwenden. Energie, indem er ganz still ist. Du denkst im Alltag einfach normal und auf ganz natürliche Weise. Beobachte deinen Körper dabei, sich zu verlangsamen, mit dem ruhigeren und langsameren Atemrhythmus. Bemerke einfach deine immer ruhigere Atmung, fließend, ohne Anstrengung. Und weil du hier dein Bewusstsein erweiterst, bleibe mit deinem Fokus auf deiner Atmung. Vielleicht fühlst du die ruhige und entspannte Aura deines einfachen Daseins im Hier und Jetzt, die sich mit jedem Atemzug, den du einatmest, bestätigt und stärker wird. Jetzt
während du jeden Atemzug genau beobachtest, bemerkst du eventuell auch jeden Gedanken, der dir in den Sinn kommt. Bemerke jegliche innere Entscheidung oder Bewertung, die dein Geist herbeiführen möchte. Beobachte einfach, welche Gedanken dein Geist gerade erschaffen möchte. Manchmal ist da das Gefühl von Langeweile und manchmal ist da eventuell Ablenkung. Manchmal ist es eine Bezeichnung oder ein Satz oder ein Wort. Manchmal ist es eine Beschreibung. Bemerke einfach das, was dein Geist zum jetzigen Zeitpunkt erschaffen möchte. Und werde dir über die flüchtige Natur des Denkens bewusst. Verstehe, dass Gedanken kommen und dass Gedanken auch wieder gehen. Und dass Gedanken sich dazu entscheiden, zu bleiben oder noch weiter wegzugehen. Denn du erlaubst dir selbst seinen Platz außerhalb von deinen Bewertungen. Erlaube dir selber deinen Platz außerhalb der Verurteilungen deines Geistes. Stattdessen sei einfach. Einfaches Sein. Erkenne, dass diese Verurteilungen Kreationen des Geistes sind. Erlaube allen Gedanken unter deiner eigenen ruhigen Beobachtung einfach zu existieren. Sei dir bewusst, dass es nicht nötig ist, deine Gedanken oder dein Denken zu kontrollieren. Es ist nicht nötig, deine Gedanken oder dein Denken zu ändern. Es gibt lediglich einen Raum und eine Genehmigung für diese Gedanken.
sie sich in deinem Geiste und deinen Beobachtungen herumspielen. Und du gibst dein Bestes, diese Gedanken anzuerkennen. Akzeptiere es und lass es zu, diese Gedanken kommen zu lassen und dann wieder verschwinden zu lassen. Und du verstehst, dass das deine Gedanken sind. Aber du weißt und verstehst auch, dass du weit mehr bist als nur deine Gedanken. Du bezeugst, wie Gedankenfunken kommen und gehen. Fast wie ein Komet oder eine Sternschnuppe, die über den klaren Sternenhimmel hinwegfliegt. Ein einziger Gedanke kann in deinen Geist eindringen, weit über dein Bewusstsein hinaus. Und du bemerkst, dass dieser Gedanke seine eigene Energie mit sich bringt. Manche Gedanken haben eine sehr starke Energie, die die Aufmerksamkeit gerne auf sich zieht. Bei manchen Gedanken hat man den Eindruck, dass sie gerne auf- und abspringen. Andere Gedanken wiederum sind sehr viel ruhiger und kleinlaut. All deine Gedanken beobachtend, kannst du dich immer entspannen und ausruhen, während du aus angenehmer Entfernung zusiehst und bezeugst, wie jeder Gedanke einfach vorbeifährt. Ruhig und beobachtend kannst du dich in jedem Moment dazu entscheiden, deinen Fokus wieder zurück auf deine langsame Atmung zu lenken. Einatmen und wieder ausatmen. Du bist immer wieder in der Lage, deinen Fokus auf deine Atmung zu richten. Und nun erlaube deinem Bewusstsein, die kleineren Gefühle zu beobachten und aufzunehmen, die jeder Atemzug mit sich bringt. Auf diese Weise trainierst du deinen beobachtenden Geist. Du spürst,
wie die kühle Luft deine Nase durchströmt. Bemerke, wie die gleiche Luft langsam wärmer wird, während sie durch deinen Hals und deine Atemwege fließt. Spüre die warme Ausweitung deiner Lungen, wenn die Luft deine Lungen erreicht. Und vergiss nicht, dass es nicht notwendig ist, die Luft einzubehalten, sondern lasse deine Atmung automatisch auf ganz natürliche Weise geschehen. Beobachte einfach den natürlichen Zyklus deiner Atemzüge. Erlaube deinem Körper, natürlich und vollständig zu atmen. Bleib ganz ruhig und beobachte jeden deiner Atemzüge. Das sind die Grundlagen des aufmerksamen Atembewusstseins. Und bereits diese Technik allein ist sehr kraftvoll. Bemerke deinen ruhigen Atem und lenke deine bewusste Wahrnehmung immer wieder zurück auf deine Atmung. Wenn du nun einzelnen Gedanken den Zugang zu deinen Beobachtungen erlaubst, egal wo, egal wann und egal, wie sich deine Gedanken zeigen, kannst du diesen Gedanken nun mit deiner ruhigsten Art der Anerkennung begegnen. Genauso wie ein gelehrter und erfahrener Lehrer die Jugendlichkeit eines Kindes schätzt. Und beobachte, wie die Energie dieser Gedanken langsam verblasst oder verschwindet. Du lässt es zu, dass die Gedanken einfach an dir vorübergehen. Wehre dich nicht, sondern lasse es zu. Die Gedanken dahin verschwinden zu lassen, wo sie hingehen möchten. Beobachte, dass du das, was dich als Mensch ausmacht, trotzdem immer da bleibt und nicht verschwindet. Dein beobachtendes und ruhiges Selbst bleibt immer da. Dein ruhiges Selbst bleibt immer im Hier und Jetzt. Werde dir darüber bewusst,
dass du mehr bist als nur deine Gedanken. Und du bist auch mehr als deine Reaktionen. Da ist dieser sehr reale Teil von dir, der stets weiter beobachtet und zuschaut. Du kannst dein Bewusstsein jederzeit ganz einfach zurück auf deine Atmung lenken. Treffe die Entscheidung, im Hier und Jetzt zu sein. Konzentriere dich wieder auf deinen Atem. Einatmen und wieder ausatmen. Jederzeit im Hier und Jetzt verankert. Du kannst so lange in diesem aufmerksamen Zustand bleiben, wie du möchtest, während die Hintergrundmusik für eine Weile weiterspielt. Du kannst dich auch davon lösen und einschlafen. Und du kannst deine bewusste Wahrnehmung weiter lösen und in einen tiefen und erholsamen Schlaf eintauchen, sodass du, wenn du wieder erwachst, erholt, entspannt und wieder voller Energie bist. Du kannst dich natürlich auch dazu entscheiden, wach zu bleiben und deine ruhige Atmung weiter zu beobachten. Du fühlst dich selbstbewusst und kraftvoll losgelöst mit dem Wissen, dass du jederzeit zu deinem wachen Zustand mit offenen Augen zurückkehren kannst. Wann immer du möchtest, kannst du deine Augen wieder öffnen. Du kannst dich zu jedem Zeitpunkt dazu entscheiden, diese Meditation zu beenden. Meine Stimme wird dich nun verlassen und dich so weitermachen lassen, wie es dir gefällt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir das Beste für deine restliche Zeit der Meditation.